Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristen-Hotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mach ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Am Beginn des ersten Teils war es ein Elefant, diesmal ein Wasserbüffel, ein Knieender noch dazu. Und der war in der Rustbergstraße 24. Wir sind mittlerweile in der Berlergasse 1 angelangt, bei Geografieunterricht anschaulich. Hier haben wir eine Windrose, die jeweils Bilder von Städten zeigt, die in dieser Richtung liegen. Viel besser kann man eigentlich Geografie nicht den Leuten nahebringen. Und dieser Junge schreibt offensichtlich bereits fleißig das Gesehene in sein Schulheft. Naja, und was tun diese zwei hier? Eh klar, sie sind Straßenmusikanten, und zwar in der Göpfritzgasse 6. Ich glaub, mich knutscht ein Elch oder alles Ikea oder was? Ebenfalls Göpfritzgasse, Ecke Meriangasse. Der Franz-Jonas-Hof, Prager Straße 93 bis 99 und in den umliegenden Seitengassen, eröffnet uns zunächst mal diese Fruchtträgerin als Empfangsfigur, und dann, oho, die haben jetzt ein bisschen weniger an. Was könnten diese zwei wohl für einen Namen haben? Logisch, sie heißen zwei Mädchen. Und nicht einmal um die ganze Welt, sondern einmal um den Pelikan geht's hier auch in diesem Gemeindebau. Eines der älteren Häuser des Bezirks ist jenes, Ecke Prager Straße, Hopfengasse. Am Dach steht's 1899. In Jedlesee gegenüber der Überfuhrstraße 15 bis 17 steht dieses Denkmal des Johann Freiherr O'Brien. Dieser Mann war ein Feldherr, der 1809 in der Schlacht bei Aspern mitbeteiligt war. In Jedlesee, genauer gesagt Thomascheckstraße 44, lebt diese entzückende Katzenfamilie, und den nötigen Auslauf haben sie natürlich auch ganz in der Nähe. Hausmusik auf Anton Bosch Straße Nummer 21 sieht man hier, und schräg gegenüber auf Nummer 22 teilt St. Martin seinen Mantel mit dem Bettler. Es ist auch das St. Martin-Haus der Caritas. In der Jedleseer Straße 77, das heißt im dortigen Gemeindebau, gibt es auch einiges zu sehen. Den Namen dieser Statue, glaube ich, werdet ihr, liebe Zuseher, wohl kaum erraten. Ich lasse euch noch ein bisschen Zeit, während ich sie hier umrunde. Und jetzt kommt die Auflösung. Symbol der Familie, wie auch immer. Ein bisschen leichter wird's jetzt. Wie könnte diese Figurengruppe wohl heißen? Na klar, die Rastenden. Einer der imposantesten und auch architektonisch reizvollsten Gemeindebauten des 21. Bezirks, wenn nicht sogar von ganz Wien, ist der Karl-Seitz-Hof, benannt nach dem ehemaligen Wiener Bürgermeister Karl Seitz.
Kommt uns der nicht bekannt vor? Theseus Tempel? Hat der einen Ausflug gemacht? Nein, er heißt Schreitender. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Von Weihnachten übergeblieben? Der Karl-Seitz-Hof hat in seinem größten Innenhof sogar eine eigene Sporthalle. Am Haus Frömmelgasse Nummer 2 gibt's dieses nette Mosaik zu bewundern. Und ein paar Gassen weiter in der Woltergasse 55 bis 63 scheint das Motto zu sein: Haustiere an die Macht. Inklusive dieser kleinen Schildkrötenreiterin. Henri Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes, ist diese viereckige Gedenksäule in der Dunantgasse gewidmet, die ich euch hier der Einfachheit halber mit allen vier Seiten gleichzeitig präsentiere, zwecks der besseren Ansehbarkeit. Im Gemeindebau Dunantgasse 18, Tettmeiergasse, gibt es hier einige recht fantasievoll gestaltete Trennwände. Hier zum Beispiel ein ornamentales Muster aus Schmiedeeisen oder eine Trennwand-Abstraktion. Und dieser junge Mann ist jetzt wohl nicht der Nockerte vom Havelgall, sondern er heißt schlicht und einfach stehender junger Mann. 12 Städte aus allen Himmelsrichtungen von Wien aus betrachtet, mit den jeweiligen Entfernungen dazu, sehen wir an dieser Säule in der Ödenburger Straße 73 bis 85. Die Säule nennt sich Bildliche Darstellungen der Weltrichtungen. In derselben Wohnhausanlage finden sich diese lauernden Löwinnen. Den Namen dieses Kunstwerkes erratet ihr nie. Contra ST 126. War ja eh logisch, oder? Das hingegen ist erkennbar. Weiblicher Akt stehend. Und das Ganze befindet sich in der Mitterhofer Gasse 2. Ja, ab in die Großfeldsiedlung. Und da finden wir zunächst mal in der Topstraße 29 diesen kyklopischen Steingarten und diese wunderbare künstlerische Gestaltung eines Spielplatzes. Da macht das Tempelhüpfen und Sonstiges ja gleich doppelt so viel Spaß. Vor der Sporthalle Pastorstraße 29 stehen diese, na klar, turnenden Knaben.
Und in Pastorstraße 20 haben wir diese dreiteilige bemalte Betonwand mit dem Titel Die Bürger von Schilda. Ist es Schuberts Dreimädelhaus? Sind es Mozarts drei Damen? Oder sind es einfach nur drei Künstler gewesen, die hier das verwirklichen, was sie sich unter Frauengestalten so vorstellen? Im Detail haben wir hier die Liegende. Hier die Fordernde, und hier die Eingeschnürte. Ja, und der Titel dieser Nirosta-Plastik ist mir jetzt quasi Befehl, und ich mache einen Aufbruch nach Hause. Thank you.